zu fragen zu diesem hinterhältigen Mord. Ich glaube, du bist die wahre Mörderin. Das ist albern. Warum sollte ich Mr. Parker umbringen wollen? Ezra hat dein Geld unterschlagen. Daher hast du ihn getötet und es Keith in die Schuhe geschoben. Du warst nah dran. Schade. Ich dachte, die List hätte noch ein bisschen weitergehen können. Tja, irgendwann muss das wohl enden. Das muss nicht zu noch mehr Gewalt führen, Detective. Geh einfach. Ich verschwinde und du sagst, ich wäre geflohen. Warum hast du Juliana getötet? Ich hatte es nicht vor, aber Juliana war hinter meinen Plan gekommen und musste schnell erledigt werden. Ich dachte, ich könnte noch ein bisschen Geld rausschlagen, bevor ich fliehe. Wie schaut's aus, Detective? Willst du mit mir reich werden? Oder beim Verteidigen überkommener Ideale sterben? Keine Chance. Deine Mordserie endet hier. Dann bringen wir es zu Ende. Besiege den Mörder im Vault 118. Los, Nick, zeig's ihm! Recht und Ordnung sind. Besiege Ezra Parker im Vault 118. Begonnen. Hirntod, Teil 2. Okay. Irgendwas Nützliches? Melde Maxwell den Erfolg. Er hat die Frau getötet und seinen scheiß Körper getauscht. Ich hab den Killer gefunden. Es war Ezra. Er tötete Juliana und nahm ihren Platz ein, um die Spuren zu verwischen. Ich hätte nie gedacht, dass Mr. Parker zu so etwas fähig wäre. Was ist geschehen, als Sie ihn zur Rede gestellt haben? Ist das wirklich wichtig? Ja, natürlich. Der Mann ist ein Mörder. Wir müssen wissen, ob er noch auf freiem Fuß ist. Ich habe ihn getötet. Er hat es verdient. Sie haben das Richtige getan. Hier, bitte. Ihre Bezahlung. Und ein Bonus für die Entdeckung solch eines hinterhältigen Plans. Ich glaube, ohne Sie hätten wir es nicht geschafft. Danke. Den Tod abgeschlossen. Yeah! Aber leider gibt es keinen Vault-Anzug hier. Ein bisschen schade. Ich hätte mich gerne über den Vault-Anzug gefreut. Abgeschlossen, Besieger Ezra Parker. Das war's. Hier in dieser Vault, glaube ich. Abgeschlossen, Hirntod Teil 2 und fast Level Up. Bin jetzt Teil des Walls, kann ich jetzt machen, was ich will? Ne. Reden wir nochmal mit Maxwell. Maxwell. Hallöchen. Hallo. Guten Tag. Okay. Ich glaube, deine Küche ist auch nur ein Hausmeister. Alles klar, dann können wir, glaube ich, gehen. So, voll die edle Vault. Was haben sie hingekriegt? Das Teil hier super edel zu machen. Was haben wir denn hier? Schraubenzieher, Glühbirne. Dies, jenes, das und dies. Kleber und Schere und Spaß an der Freude. Alter Schwede. Die haben eine verfluchte unterirdische Garage? Okay, ups. Komm, Mega Man, hüpf aus deinem Loch hier. Und hier sollte wohl der andere Flügel gebaut werden.
Okay. Heutzutage verlassen sich zu viele Leute auf Gewalt als Problemlösung. Schau dich um, dann siehst du, wozu das führt. Was zum Teufel ist das hier? Eine Sackgasse, ja. Toll. Aber warum? Weil die hier nur alles zur Hälfte fertig gebaut haben. Naja. So, Garage. Die haben hier tatsächlich eine Garage in die Wolke gebaut. Eine verfluchte Kran-Garage. Dass die Autos so zerfressen sind, hätte ich nicht gedacht. Gucken wir mal hier hoch nochmal. Ey, unglaublich. Verfluchte Garage in der Wald. Hallo, Auto. Das sieht aus einem richtig krassen Atomflitzer. Runterspringen sollten wir jetzt vielleicht nicht mehr. Wir haben keine Powerrüstung mehr an. Also mit Zwischenstopp geht das schon. Noch so ein Ding. Das passt hier nicht mal rein in die Garagen. So, was haben wir hier? Ah, das ist wahrscheinlich der... Genau. Nur so eine Tür da als Schutz. Und dann nichts weiter. Okay. Schade, den Fahrstuhl können wir nicht aktivieren. Das wäre irgendwie cool gewesen. Schade, aber nett. Dass es da ist, einfach. Ah, Voltanzug. Sehr schön. Gab es also doch noch einen. Nur für, was bist du denn für ein komischer Staubsauger? Eine Dusche oder so? So eine Desinfektionsdusche. Und Wasser. Okay. Warum auch immer. Aber wir haben unseren Voltanzug. Ich bin zufrieden. Wir haben Mord gelöst. Wir sind richtig heftige Detektive. Und wir haben unseren Voltanzug gefunden. Was wollen wir mehr? Mehr. So, Waschküche braucht auch keine Sau mehr. Und dann düsen wir mal nach außen. Nach außen, ja. Nach Far Harbor zurück. So, er ist gerade während der Ladesequenz so ein bisschen abgenippelt, die ganze Sache hier. Und deswegen sind wir jetzt hier nochmal... deswegen sind wir hier schon am Besucherzentrum, wo wir noch ein paar Leute looten können, die wir so umgebracht haben. Und wir haben hier schon ein paar Turrets aufgestellt und ich glaube, wir haben jetzt hast hier auch schon... Hast du mit Cassie Dalton gesprochen? Ein Jammer, das mit ihrer Familie. Ich will nur ja, ein das bisschen haben wir so geklärt. Wow, das nenne ich mal Feuerkraft. Ja, das kann ich. Transfer... gesamten Schrott lagern. Jetzt sollten wir aber auch genug Zeug hier haben. Hoffe ich. Gibt's eine Versorgungsroute hier? Gucken wir einfach mal, was wir so bauen können. Ja, wirkt so. Dann legen wir mal los. Ressourcen. Herstellung. Energie. Erstmal brauchen wir einen gemütlichen Generator. So, einen zum Beispiel. Davon haben wir auch noch einen über. Den stellen wir natürlich. Direkt neben den Garten? Nein. Hier so ins Grüne. Dann brauchen wir als nächstes einen Rekrutierungsleitstrahl. Der darf natürlich direkt daneben geplatziert werden. Nein, nicht einlagern. Und dann machen wir die Stromverbindung daran. Aktivieren. So, jetzt ist an. Und was brauchen die Leute denn hier noch so? Haben wir hier Betten? Haben wir hier Wasser? Wir haben keine Betten. Oh, wir machen... richtig schlecht Kupfer. Wir brauchen erstmal vor allen Dingen Betten. Häusle haben wir ja.
So, das ist das Erdgeschoss. Wir gucken mal, ob wir oben vielleicht ein paar Betten hinbauen können. Hier zum Beispiel, wo der ganze Scheiß steht. So. Und jetzt braucht auch keiner. Das Schild können wir da so lassen. Hier können wir so ein schönes Bett reinstellen. Und sauber natürlich auch. Hier ein Zimmer nebendran auch. Da gibt es aber nur ein kleines, weil hier ist irgendwie nicht ganz so geil drin. Ups, das hat auch super funktioniert. Also aus dem Fenster fallen können wir auch schon mal, wie die großen Profis. Oh, wir haben hier schon vier Leute. Hallo. Geht doch. So, sind wir auch einmal komplett ums Gebäude gelaufen. Lass mich durch, ich muss hier Betten bauen. Komm, wir nehmen einfach die Matratze, die hier liegt. Und die schmeißen wir hier in den Raum. Da drin darf nämlich irgendein Idiot schlafen, den keiner leiden kann. So, Betten. Ja, hier muss nicht unbedingt jemand schlafen. Können wir unterm Dach noch welche? Nee, da ist ja nur noch, Dings. Dann stellen wir hier noch zwei hin. Nach, wir bauen einfach kleine von den schicken hier, von diesen Krankenhausbetten. Psychiatriebetten. Irgendwie sowas wird's. Na? Nimm das da hin. Nicht ins Fenster bauen. Ist dir jetzt irgendwo im Weg? Was ist denn jetzt los? Toll. Bett. Also. Ah. Hier, scheiß Strohkissen. Scheiß Teppich. Scheiß Böhmen. Haben wir Alkohol hier. Und das Bett damit. Zum Einschlafen. So, kann ich jetzt ein Bett bauen? Dreh dich. Dreidel. Willst du einen geilen Dreidel sehen? Musst du zu Kyles Mama gehen. So, Betten haben wir jetzt welche gebaut. Das kann auch weg. Das lassen wir hier, weil das ist da irgendwie so der Überweg hin. Oh, guck mal, da schläft schon keiner. Vier Leute, sechs Betten. Wasser haben die hier überhaupt nicht. Das ist natürlich hervorragend. Ressourcen. Dann sorgen wir für... Toll, wir können nichts bauen, außer eine räudige Wasserpumpe. Dann bauen wir zwei räudige Wasserpumpen. So. Schutz haben sie 10, das sollte auch erstmal reichen. Essen haben sie genug. Essen haben sie nicht genug. Können wir auch bauen. Ne, das sind Wasserpumpen. Essen, da. Irgendwas Cooles. Hier steht total auf die Bäume, weil die immer ein Nahrung bringen. Nahrung. Hier können wir auch so geil auf diese Hügel pflanzen. Sieht auch voll fresh aus. Wenn die Mais und geile Butterbeeren anbauen. Das ist richtig fresh. So. Bam. So, Siedler. Okay. Mach Essen. Rotkiefer. Mehr Rotkiefer. Noch mehr Rotkiefer. Schrottzaun, ob wir da eine Tür reinbauen können? Ich würde von ausgehen. Holz, bla 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 bla, Türen.
Nein, natürlich können wir hier keine Tür einbauen. La, 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 la. Ich verstehe diese Katze nicht. Die kämpft gegen sich selbst. Als ob sie schizophren und wahnsinnig wäre. So, Zäune, Schrottzaun. Okay. Da lag noch einer umgekippt. Hier noch ein bisschen Rotkiefer. Tattoo-Blume, Zeugs. Der Scheiß, der hier rumliegt. Wie sieht denn das aus? Ein völlig unübersichtliches Gelände. Immer alles schön weggeroden. So. So, jetzt sieht man ein bisschen, was hier los ist. Müssen wir trotzdem noch einen Schrottzaun hinbauen irgendwie. Kriegen wir irgendwie noch so ein Ding mit Reifen dazwischen? Ich glaube aber nicht von der Seite, wenn. Dann müssen wir es so komisch bauen. Na, komm ran, ran, ran. Nee, so zurück. So. Ja, das sieht doch dicht aus. Hier ist so eine kleine Lücke, da kann man durchgucken, aber da kommen eh nur kleine Schnippel durch. So, was willst du? Ich dachte, ich stell mich mal vor. Kann ich dir irgendwie helfen? Brauchst du was? Mir fällt gerade nichts ein. Ich würde sagen, es läuft soweit alles gut. Das ist schön. Das ist schön. Dann gucken wir mal kurz auf die Karte. L1. Da haben wir eine Versorgungsroute hin. Da zu den Dortons könnten wir noch eine machen. Lass mich mich sein. Ne, wir müssen ja hier rein, so. R1. Farm der Daltons. So, viel Spaß. So, ist hier alles miteinander verbunden. Können wir vielleicht noch ein paar Türchen stellen? Irgendwie so ein bisschen Abwehrgeschütze. Stall? Das ist mir auch neu. Sind da Strukturen, okay. Ich glaube, Stall haben sie nochmal neu hinzugefügt jetzt. Böden, Wände, Dächer, Treppe, Türen, sonstiges. Ah, das ist oben das Dächlein, oder? Ah, nee. Oh, Toilettenhäuschen. Toilettenhäuschen Sitz. Oh, Dach mit Kuppel. Voll süß. Stalltüren hier. So riesige Pferdestalltüren. Das ist cool. Ich glaube, die kleine Katze jagt hier Fliegen. Ich habe eine kleine... Ich habe Katzen. Also... Seid bitte nicht verwirrt. Ich habe mal gehört, von Freunden, die sich auch Let's Plays angucken. Ja. Yeah. Du, Junge. Das ist ein bisschen verwirrend, wenn du auf einmal anfängst, von Katzen zu reden, obwohl du auf dem Säbelzahntiger sitzt und durch die Gegend reitest. Das war jetzt irgendwie auch nicht wesentlich besser, aber. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. So. Nicht einlagern. Ich wollte doch gucken. Hier, Schutz. Nee, Raketenturm wollte ich nicht. Schwere Lasergeschütze, das klingt vernünftig. Das kann man definitiv mal... Woo, Level Up! Oh, das war schon an... Toll. Können wir hier noch einen draufstellen? Joa. Dann kommst du auch mit. Und zwar hier hin. Auch noch hier draußen in dem Wald. Da oben drauf geht leider nicht. Aber hier so vor die Tür.
So. Fallen. Doch, nö. Da überlegen wir uns irgendwann mal was Lustiges. Da müssen wir noch irgendwie so einen Energiepylon größten Energieplan. Dekontaminierungsbogen. Entfernt bei Aktivierung Strahlungsschaden. Cool. Geht das also wirklich? Lichtschalter und sowas müsste es drin sein. Wir haben für nichts Kupfer. Toll, ich kann einen Schalter bauen. Der nützt mir nichts. Das könnte ich. So, das können wir rein theoretisch dann so. Kabel ist hier dran. Hauptsache der Turm läuft. So, Moral steigt hier, also hätten wir auch das erste Örtchen hier eingerichtet. Wie schön für uns alle. Ja, die Katze jagt kleine Sachen. Kleine böse Tierchen, andere böse Tierchen. Sie ist ein kleines böses Tierchen und jagt andere böse Tierchen. Mann, oh Mann, Katzen. Verrückte Tiere. Der Segen des Vergessens. Informiere das Institut über Akalia. Habe ich irgendwie nicht so richtig Lust drauf. Dann gehen wir jetzt erstmal zurück nach Fahara. Ah. Der Nukleus. Fahara. Wir holen unsere Powerrüstung auf jeden Fall mal ab.